ist dieses Tennis ätzend. Schalt um. Ping-Pong ist noch viel ätzender. Schalt um. Basketball ist am allerätzendsten. Schalt aus. Hey, keiner hat was gesagt. Doch, ich hab gesagt, schalt aus. Also hab ich ausgemacht. Meine Güte, ist das ein öder Abend. Nix im Fernseher. Hallo, Kines. Wie geht's, wie steht's? Macht ihr euch einen lustigen Abend, bis euer Opa nach Hause kommt? Heim blöd. Du hast uns gerade noch gefehlt. So? Ach was? Bei was denn? Guck mal, ein Marsmensch. Ach, wie unangenehm. Wo denn? Hey, ich möchte nicht in einen reintreten. Na du. Wer? Ich? Na, was trägst du denn da für einen Anzug? Ach, das. Ja, das ist meine Arbeitskleidung. Aus der Zeit, als ich noch als Tunnelratte gearbeitet habe. Ich habe mal eben gerade das Karottenfeld im Vorgarten umgegraben. Als Tunnelratte? Erzählen! Aber wer die Geschichte ist erlogen? Ich lügen? Ich schwöre bei meinem Schweif, ich erzähle die Wahrheit. In meiner Familie gab es ziemlich viele Tunnelratten. Das lag daran, dass man als normale Ratte irgendwann mal nicht mehr in Ruhe in einem Garten arbeiten konnte. Katzen und Fallen und Gift haben uns das Leben ganz schön schwer gemacht. Deshalb mussten wir uns auf eine neue Methode verlegen, um an unser täglich Mohrrübchen zu kommen. Die Tunnelratten schafften nun alles heran, was man so zum Leben brauchte. Aber jeden Tag Mohrrüben, das hält die stärkste Ratte nicht aus. Was wir also dringend brauchten, war eine Abwechslung in unserer Diät. Und eines schönen Tages entdeckte dann auch einer der unseren, er gehörte zu den berühmten Ratten von Calais, einen von den anderen. Und der gehörte zu den ebenso berühmten Ratten von Dover. Die wohnten über den Ärmelkanal drüben in England. Die Ratten von Dover hatten 1A Fruchtgummis in Mengen. Leider hatte das einen Nachteil. Immer nur Fruchtgummis, das hält die stärkste Ratte nicht aus. Also wollten die Ratten von Calais und die Ratten von Dover gerne Karotten gegen Fruchtgummis tauschen. Leider war das nicht so einfach. Fruchtgummis gegen Karotten tauschen? Wie doof. Ja, ganz schön doof. Deshalb hießen die ja auch die Ratten von Dover. Also beschlossen die Ratten von Dover, einen Tunnel unter dem Meer hindurch zu graben. Und die Ratten von Calais hatten genau die gleiche Idee. Die beiden Tunnels sollten sich in der Mitte unter dem Meer treffen. Was aber leider irgendwie nicht klappte, bis heute noch nicht geklappt hat. Eine vollkommen erstunken und erlogene Geschichte. Schlimmer als die von Opa. So schnell und lange kann keine Ratte der Welt buddeln, um so einen Tunnel zu bauen. Kann sie nicht? Ach was? Ach ja, dann schaut euch das mal an. Glück auf, Tunnelratte! Au, mein Schick. Hab mir alle Knochen im Leib gebrochen. Hey, was ist denn hier los? Heinz zeigt uns gerade, wie schnell Tunnelratten graben können. Ach, wie schön, dass er das in unserem Wohnzimmer tut. Hat er vielleicht auch vorher gerade mal eben zufällig den Vorgarten umgegraben? Ja, warum fragst du, Opa? Weil ich dann weiß, warum ich eben im Dunkeln in ein 4 Meter tiefes Loch gefallen bin. Darum. Hein blöd! Ja. Ich komm und mach dir einen Knoten in deinen Rattenschwanz. Captain, was haben Sie denn? So schnell kannst du langsam. Man kann sagen, was man will. Die Geschichte von einem Blöd war ziemlich blöd. Aber offensichtlich ausnahmsweise einmal wahr.